Moin Moin und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge Star Fox. Haha, ich nicht. Starlink. Und wir spielen die Crimson Moon. Das Crimson Moon Update. Und ja, ich muss kurz ein paar Leute machen hier kurz. So. Komm her, ihr wollt mich, ihr kriegt mich, komm her. Stand mich? Geht's denn mal hin? Oder? Ja. So. Ja, und wir machen jetzt Falcos Fehde sozusagen. Die dritte Mission. Schauen wir mal. Gehen wir mal dahin. Auch schon da. So, das sollen wir untersuchen. Machen wir doch glatt mal. Suche die Anomalie. Mayday! Mayday! Oh. Unsere Triebwerke sind aus! Pass auf! Dieses Schiff wird angegriffen! Vergiss das Schiff! Hey, Starwolf! Wird auch Zeit, dass ihr jemanden in eurer Kutsche ärgert! Erwischt! Falco Lombardi! So früh hätte ich nicht mit dir gerechnet. Leon Powalski. Ich hatte gehofft, dass du deine hässliche Schnauze zeigen würdest. Und jetzt rückt das Portalgerät raus. Das Portalgerät? Keine Ahnung, wovon du redest. Was? Du hast es doch ganz davon erzählt, hat du schmierige Echse. Noch? Da muss ich dich enttäuschen. Aber ich habe es nicht. Und jetzt bereitet euch auf euer Ende vor. Du kannst das gerne versuchen. Alles klar. Eli meinte, ich muss für den Einsatz des Kaisers ihre Schilder ausschalten. Zeit, ein paar intelligente Bomben abzuwerfen. Oh. Sind die clever? Na, wir haben noch ein paar Schiffe. Ein gutes Opfer ist immer schön. Sehr schön. Fange Leon ein, okay. Komm her, wenn du dich traust. Einfach abfeuern. Ja, es klappt. Nur noch ein paar. Also das ist wirklich amüsant. Sprach du nur. Du kommst mit uns. Komm mir nicht zu nah. Angriffe auf Outdoor-Krillenfüße führen zu ihrer Zerstörung. Okay. Sehr schön. Wie viel ich davon einsammeln muss. Ich habe ein Geschenk für dich. Ihr wollt mich fangen, Vulkan. Herzlich befreit. Sicher, dass das eine gute Idee ist, Falco? Ich muss ihn zermürben. Er kann mir nicht ewig ausweichen. Achtung, Feinde im Anflug. Er hat offenbar Outlaws zu seinem Schutz angeheuert. Ach, selbst gegen mich zu kämpfen? Dummer Vogel. Du meinst, du spielst hier mit, aber weißt du nicht einmal, welches Spiel wir spielen? Oh Gott. Ein bisschen. Wo sind die anderen Gegner, die da kamen hier? Ah! Ich hoffe, du hast deinen Spaß. Oh, oh. Das kann ins Auge gehen. Hoffentlich macht dir das Spaß. Oh, oh. Ich bin am Ende! Shit! Mein Schiff ist nicht mehr das Highlight hier.
Was für ein Spaß! Und dann Outlaw-Schiff da rein. Jetzt oder nie. Dieses Mal lasse ich ihn nicht erwischen. Ich muss das hier bitten. Ja, mich hält nichts mehr auf. Okay. Gehen wir es langsam an. Augen auf! Noch mehr Feinde im Anflug! Egal wie viele, ihr habt keine Chance, Leon. Du willst halt immer beweisen, dass du besser bist. Ist es nicht leid, die zweite Geige zu spielen? Worauf willst du hinaus? Ich liebe Verfolgungsjagd. Oh, oh. Okay. Passiert nichts mehr. Achtung! Ich bin... Mann! Was für ein Spaß! Okay, wenn das funktionieren soll, dann müssen wir es jetzt tun. Ausweichen! Muss mich ja fast anstrengen. Sehr schön. Ich weiß auch nicht, was man genau machen soll jetzt hier. Jetzt die Schildramme einsetzen, um den Feind zu fangen. Ja, okay. Konnte ich nicht mehr. Habe auch keine Schiffe mehr. Ärgerlich. 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 Gut, müssen wir nochmal neu starten. Scheiße. Warum gebt ihr nicht auf? Ich hab ihn genau da, wo ich ihn haben will. Das ist meine Chance. Ito ist am Arsch der Welt. Genug Raumschiff jetzt. Natürlich arschweit weg wie der Typ. Wir werden schon kriegen. Wir müssen ihn fangen. Müssen wir kurz überlegen, was wir jetzt machen gleich. Hyperraumfalle im Anflug. War irgendwas mit A und X, was man gleichzeitig drücken konnte. Irgendwas rauszuwerfen. Ach ja, das nervt so. Ich hab dich im Visier. Ja, du bist erledigt. Für dich. Oh Mann. Ja, hau lieber ab. Lieber so drauf zu gehen. So, da ist das Ding. Moment. Müssen wir mal gucken, wie wir den gleich fangen können da. Den blöden Leon. Warnung, Legion-Hyperraumfalle im Anflug. So, wo ist er denn? Leute weg haben. Was hältst du davon? Aussteigen! Was für ein Spaß! Ja, immer die ganze Treppe, ne?
Das Blöde. Kaputt. Ein gutes Opfer ist immer schön. Nein, schon wieder. Das ist normal. Gehen wir es langsam an. Ich bin erledigt. Da bist du erledigt. Dann wollen wir mal. Oh. Sehr schön. Du kannst mich nicht besiegen. Was hältst du davon? Ich weiß nicht, wo du bist. Achtung! Spielen wir noch ein bisschen. Bitte, die ganze Runde da rein. Okay. Wie? Das ist so blöde. Ich hoffe, du hast deinen Spaß. Was für ein Spaß! Denkst du wirklich, du kannst mich abschießen? Gleich? Sehr schön! Spielen wir noch ein bisschen. Okay. Ja. Hoffentlich macht dir das Spaß. Muss er hier grün halten? Ihr solltet doch gegen mich kämpfen. Was? Mein Antrieb? Das kann doch nicht sein. Ja. Lasst mich runter. Sollen wir ihn in dieses Prospector-Gefängnis bringen? Uns bleibt nichts anderes übrig. Eli, die müssen wir vorwarnen. Wir werden bald dort sein. Okay, das Prospektor-Gefängnis ist ja auch nur am Arsch der Welt. Jetzt redest du nicht mehr so viel, was? Nerviger Vogel. Ich bin der große Leon. Oh ja, wirklich groß. Dahin fliegen so? Ja. Okay, das dauert ein bisschen, bis wir ankommen, wie man sieht. Da kommen natürlich wieder ein paar Fallen unterwegs, ne? Kommen wir nicht drum rum. Aber... auch das schaffen wir, ne? Yes. Ja, man muss den eigentlich nur fangen. Das war jetzt gar nicht so schwierig. Aber trotzdem haben wir ganz schön viele Raumschiffe am Anfang verloren. Eine ordentliche Ladung Elektrum ist gerade eingetroffen. Gut, dass wir so viele Prospector-Freunde haben. Bringen die erstmal ins Gefängnis. Sind ja nur 300.000 Lichtjahre. Wenn er bestimmt gleich noch überfallen, so, das lässt doch keiner zu, dass der ins Gefängnis kommt, oder? Das ist total sinnlos. Irgendwann müsst ihr mich freilassen. Klar, aber bis dahin fügst du niemandem mehr Schaden zu. Sich den ganzen Tag etwas vorzumachen, muss anstrengend sein. Was soll denn das wieder heißen? Das Schiff, das ich angegriffen habe, war dir doch egal, oder? Hey, wir wollten dich aufhalten und genau das haben wir getan. Wie du meinst. Ich will bloß damit sagen. Das kann nicht alles sein, ne? Dass wir die drei Missionen jetzt machen müssen und dann ist es vorbei. Das wäre ja ärgerlich. Ich glaube, es kommt noch ein bisschen mehr raus. Da steckt noch mehr dahinter. Behaupte ich mal. Oh. Moment mal. Das ist nicht euer Schiff. Wo bringt ihr mich hin? Gefängnis. Find dich damit ab.
Aber hier werden sie mich niemals finden. Ich muss zurück nach Corneria. Ihr könnt mich nicht einfach so wegsperren. Da. Da ist das Gefängnis. Sprechen gedrückt halten. Abliefern Leons Cockpit. Sehr gut, ein Krimineller weniger, der frei rumläuft. Hier ist eine Belohnung. Es geht Gerücht, dass man diese Belohnung auf dem Purpurmond einlösen kann. Aber das hast du nicht von mir. Klopf, klopf. Wir haben Fracht, die gelöscht werden muss. Das ist aber ein komisch aussehender Drakan. Naja, wir finden schon ein Plätzchen für ihn. Sehr gut. Hey Leute, ich empfange eine Energiesignatur nahe der Equinox. Es sind die gleichen Daten wie damals, als Leon auftauchte. Aber da ist nichts. Vielleicht solltet ihr zurückkommen. Okay, machen wir. Ab zur Equinox mit Schnellreise. Der Wolf kommt wieder. Mal sind gespannt. Wollt zu Equinox eigentlich? Wie landet? Equinox. Ja, können wir auch schnell hinreisen. Zack. Nur in die Richtung und die Richtung ist dann auch egal. Sieh mal einer an. Das könnte die Energiesignatur sein, die von der Equinox empfangen wurde. Das sollten wir uns genauer ansehen. Das. Suchen wir das mal. Was denn? Moment, was ist das? Überrascht mich zu sehen. Wolf, er ist wieder da? Ah, er weiß einfach nicht, wann es gut ist. Wenn du Leon suchst, der ist nicht hier. Leon, lass ich nicht lachen. Ich habe etwas viel Größeres im Auge. Hm? Er hat es auf die Equinox abgesehen. Was? Schilde bei 95%. Wir sind ein leichtes Ziel. Ich fahre den Antrieb hoch. Mason. Ich bin dran. Jason, du kommst mit. Bin bereit. Wie lautet der Plan, Fox? Beschützt die Equinox um jeden Preis. Diese Kanonen ausschalten. Sieht aus, als würden diese Geschütze sie verteidigen. Zerstört zuerst die Geschütze. Ach, das hätte ich niemals zulassen dürfen. Wolf ist hier da. Ja, warte mal, wir holen uns mal ganz kurz den Fox zurück. Auch nicht. Scheint nicht du. Wir können das schaffen, wenn wir zusammenhalten. Oh. Gut. Schon. Intelligente Bombe bereit. Mist.
versuchen wir jetzt. Der Antrieb ist fast bereit. Nur noch ein bisschen. Ihr hättet euch nicht mit uns anlegen dürfen. Andrew zurück. Zieht euch einfach. Kommt schon, Wolf. Was genau ist denn da? Das Band ist schon mehr als ein einfacher Söldner. Ich wollte nicht in dieses System kommen. Aber ich bin einfallsreich. Ich verlasse es nicht mit leeren Händen. Ich bin zu gut für dich. Das wird heftig. Komm, die müssen auch weg haben hier. Du kriegst gleich mächtig was ab. Ich brenne. Ich bringe das ab, ja. Also viele noch von denen. Nein, das war doch nicht so geplant. Doch, Andrew, das war's für dich. Du bist gar nicht so stark. Was passiert jetzt? Oh. Dann mutiert das Ding einfach mal. Hunter, was geht da oben vor sich? Die Equinox. Sie steckt in einem elektromagnetischen Feld fest. Dann jagt es schon hoch. Negativ. Wolf hat einen Schild aktiviert. Geschosse werden nur minimalen Schaden zufügen. Aktorstrahl. Vielleicht können wir mit denen etwas anstellen. Gute Idee. Schnapp dir diese Minen und wirf sie in einen der Traktorstrahlen. Das ist wie ein Aufzug, der direkt zu Wolfs Haustür führt. Der wird was ein blaues Wunder erleben. Hier, wo sind die Minen? Die Minen einfach finden. Du entkommst mir nicht! Wow. Ah, die Minen, okay. Wenn die Mine nicht nehmen soll. Da ist eine Mine, pass auf. So, ist kurz. Feuere die Mine in den Arm des Traktorstrahls. So, den Arm, okay. Holen ein paar Leute ran. Traktorstrahl gewesen, hat mich verkehrt. So, wir müssen mal gucken, ob wir noch eine Mine finden hier. Und das war eine. Die holen wir uns jetzt. Die holen wir uns jetzt. Komm her. Feuere die Mine in den Arm des Traktorstrahls. Oh, sind wir dazwischen. Ob hier drüben noch eine Mine ist irgendwie. Weg liegt. War nicht normal. Wer die Scheiße denn nicht? Oh oh, Zeit zu gehen. Hey. Lass ihn wieder. Das hinkriegen. Großartig. Yes! Und noch eine Mine.
versäumen. So, nur noch ein Strahl. Ich hoffe, du hast deinen Spaß. Oh, und der Spacken auch noch. Hey, solltest du nicht im Gefängnis sein? Konzentration. Ihr könnt weiter streiten, wenn wir wieder im Lylat-System sind. Erledigt jetzt erstmal diese Narren. Gehen wir es langsam an. Kaufzeit kann aktiviert werden. Ist immer schön. Ich glaube, ich verbrenne. Spielen wir noch ein bisschen. Maro, bist du Spack? Hoffentlich macht dir das Spaß. Du kannst mich nicht besiegen. Sieh's ein, Leon. Du bist besiegt. Ja. Ich werde dieses Schiff schon irgendwie kriegen. Pigma, bring das zu Ende. Pigma? Pigma, oh. Ich werde alle diese hübschen Schiffchen in Stücke zerreißen. Ich wette, sie bringen sehr viel Geld. Mein Schiff nimmt zu viel Schaden. So, das war's, du Spacko. Meine schöne Belohnung. Und tschüss. Hä? Ah, es hat geklappt. Wir haben die Equinox gerettet. Oh, ich glaube nicht, dass Wolf mit diesem Schiff so schnell irgendwo hinkommt. Ich wusste, wir würden das schaffen. Gute Arbeit, Leute. Star Wolf ist erledigt. Naja, hat immer noch eine Lebensbalken, wollte ich gerade sagen. Wolf. Noch hier? Man muss lernen, wann es vorbei ist. Es ist vorbei, Wolf. Du hast dich mit dem falschen Team angelegt. Und damit meine Figur. Du denkst, ich hätte Angst vor deinen kleinen Freunden? Nein, aber nur weil du nicht so laut bist wie du denkst. Star Fox, Information geht. Yippie! Das wird lustig! Jetzt gehörst du mir. Oh nein. Oh nein! Zeit für ein bisschen Spaß. Okay. Hat auch seinen. Ich würde sagen, er ist doch kaputt. Was ist das für ein Geruch? Hey Leute! Was ist das? Ich musste bei einigen Zutaten improvisieren. Haut rein! Ich würde das nicht essen. Mission für Star Fox. Ich bin mir nicht sicher, ob erfolgreich das richtige Wort ist. Wohl eher klebrig? Irgendwie undefinierbar herb? Nicht der Kuchen! Ich habe von Star Wolf gesprochen. Also, wie ist jetzt der Plan, Fox? Vielleicht sollten wir uns auf den Rückweg machen. General Pepper braucht uns vielleicht. Ja, dasselbe habe ich auch gedacht. Ich werde diesen Ort vermissen. Die Erinnerung nehmen wir mit. Eine Lebensmittelvergiftung wohl auch. Das war ein ziemliches Abenteuer, nicht wahr?
Vielleicht kommen wir ja mal wieder. Noch verabschieden wir uns nicht. Na los, Jungs. Auf uns wartet noch Arbeit. Gute Nachrichten. Wir haben gerade eine Elektrum-Lieferung von unseren Prospekten. Das war's wohl mit den Star Fox-Missionen. Jetzt werden wir uns natürlich erstmal um den purpurnen Mond kümmern und da ein bisschen was machen. Aber ja, ich glaube, die Missionen für Star Fox sind durch. Was ja schade ist. Vielleicht bin ich auch. Warten wir erstmal ab. Aber es ist schon schade, weil es waren wirklich nicht viele Missionen. Aber immerhin noch ganz nett von denen, dass sie das mit implementiert haben. Für die Switch extra. Ja, ich danke fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei, wenn wir uns den Popo-Mond und die Renten nochmal genau anschauen. Vielen Dank, bis dahin, tschüss.